God afton. Det här programmet Ut i världen kommer att sändas 5 tisdagar framåt och ge några glimtar från stora världen. Mest glimtar som inte förekommer i nyhetsprogrammen. Idag ser vi på Berlin, Västberlin. För så där en 15 år sedan fanns det de som menade att Västberlin var en döende stad. Och då pekar de på att industrin flyttade därifrån, att befolkningen minskade och samtidigt blev äldre. Men de hade fel. Västberlin har inte dött. Tvärtom. Fast det är klart att de gamla tendenserna, de håller i sig. Befolkningen minskar, det är kärvt för industrin och för ekonomin överhuvudtaget. Och Västtyskland får betala 60 miljarder kronor om året i direkta eller indirekta subventioner. Men istället lever Västberlin på andra sätt, som myndigheterna kanske inte alltid drömt om. Någonstans händer det alltid någonting. En morgon hände till exempel det här vid Checkpoint Charlie, en av gränsövergångarna mellan Väst- och Östberlin. Den här vita linjen markerar gränsen. Så inne på Östberlins område spelar en västberlinsk teatergrupp gatuteater. Nedrustningsförhandlingar. Ja, hur långt ska de nu hinna i sina förhandlingar innan folkpolisen från östsidan griper in och kastar ut dem? Eller kastar in dem i Västberlin igen? No. Galtung, vad gör du här? Ja, jag ser på. Jag ser på. Det östtyska politiet har ju spilt med faktiskt. Ja. Det är ganska fantastiskt. De kom just i rätt ögonblick. Fantastiskt. Ja, Johan Galtung, freds- och konfliktforskaren, ska vi träffa mer senare i programmet. Men några händelser i Berlins historia efter kriget vill jag gärna erinra om först. Weißt du noch wie schön es war? Damals in Berlin, strahlend hell im Lichterglanz, Zug und Tauentzug, Segeln auf dem Müggelsee, Tanz im Café Wien, kleine Flirt beim 5 Uhr Tee, schön war doch Berlin. 1945 låg nästan hela Berlin i ruiner. Efter kriget delades Tyskland. Sovjetunionen och Polen, de här bitarna. Sen delades resten av Tyskland mellan segermakterna. Det var alltså England, USA och Sovjetunionen. Och mitt i sovjetzonen så hamnade Berlin. Och Berlin i sin tur delades också mellan då Storbritannien, Frankrike, USA
och Sovjetunionen. 1948 så genomförde västmakterna en valutareform i sina områden utan att underrätta Sovjet. Sovjet svarade med en blockad av tillfartsvägarna till Berlins västliga sektorer. Men luftvägarna var öppna. Västmakterna inrättade en luftbro. Var tredje minut landade ett flygplan med mat, bränsle och andra förnödenheter. Har någonsin en ockupationsmakt varit så populär som USA den gången i Berlins västsektorer i slutet av 40-talet? Efter det här så blev de västliga zonerna i Tyskland, de slogs ihop och blev till Västtyskland. Och Sovjetzonen, det blev Östtyskland, alltså Tyska demokratiska republiken. Och Berlin ligger fortfarande där. Västtyskland hämtade sig snabbt efter kriget, bland annat med stor hjälp från USA. Hundratusentals, så småningom miljoner människor sökte sig från öst till väst, ofta över Berlin. För där behövde man ju bara promenera över gränsen eller ta en tunnelbana. Och det blev katastrofalt för Östtyskland. Och ännu värre blev det genom ett valutasvineri av enorma mått. I Västberlin fanns överallt små bankfilialer där man kunde växla öst- och västmark. För en västmark fick man mellan 4 och 5 östmark som man sen kunde handla billigt för i Östberlin. Och så kom då muren, till en början taggtråd och så småningom utvecklad till ett imponerande byggnadsverk. Nu är det lugnt vid muren. Nästan idylliskt. Men då, i augusti 1961, stod sovjetiskt och amerikanskt pansar näsa mot näsa och världen höll andan. Senare slöt västberlinarna upp i hundratusental för att höra sagoprinsen från Boston uttala de bevingade orden. Ladies, 2000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Att växa upp i Västberlin, att vara ung i skuggan av muren i den här egendomliga östaden, är det något särskilt med det? I slutet av 40-talet och början av 50-talet, när Amerikafebern var som värst, ja då kunde det se ut så här. Thank you.
1968 så var värderingarna helt annorlunda bland ungdomen. Varom gavs du dess i Mauada stet? Unta di Maua. Di Mauada från västern och ost. Weil wir verloren haben und jetzt nicht mehr rüber dürfen. Habt ihr die Mauer gesehen oder so? Nein. Bin ich weiß. Ich aber. Ach du. Ich hab sie gesehen. Es ist nämlich nur ein Zaun. Ist das keine richtige Mauer? Nein, nein, das ist nur ein Zaun. Und da ist solcher elektrischer Draht und wenn da Tiere oder Menschen rankommen, die fallen sofort rum. Ja, Dieter, das war also 15 Jahre her. Hast du jetzt die Mauer gesehen? Ja, mehrere Male. Auch mit Besuch. Wenn Besuch kommt, fahren wir an die Mauer und zeigen ihnen einige Stellen, wo man auch ganz gut rüber gucken kann. In Osten, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz. Du, sag mal, wie ist es eigentlich, im Schatten der Mauer aufzuwachsen? Ist das ein Unterschied, in andere deutsche Städte aufzuwachsen? Wenn man nicht direkt neben der Mauer wohnt, wie natürlich viele Kinder es tun, dann merkt man, glaube ich, nicht so viel davon. Denn man fährt nicht jeden Tag hin, um sie sich anzusehen. Und es wird einem auch nicht jeden Tag bewusst. Aber wie ist das, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, 14, 15, 16 oder so, dann will man doch Ausflüge mit Fahrrad und so weiter machen, stieß man ja überall auf eine Mauer. Ich glaube, der Berliner ist da etwas bequemer vielleicht als ein Westdeutscher. Er macht nicht so viele Ausflüge. Es gibt genügend, die vielleicht übers Wochenende mal nach Westdeutschland fahren, aber die meisten versuchen sich hier in Berlin zu amüsieren. Und ich meine, es gibt genügend. Ne? Wir haben also rund, ich glaube, 6000 Kneipen in Berlin und 27 Theater, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich meine, als 16, 17-Jähriger, gut, da steht die Disco an erster Stelle. Wie viel wir davon haben, weiß ich nicht. Aber es gibt, glaube ich, genügend zu tun und man muss nicht unbedingt woanders hinfahren, um sich zu amüsieren. Na, und jetzt? Was machst du jetzt? Beruflich, also. Ja. Ich studiere Kunstgeschichte und meine Nebenfächer sind Theaterwissenschaft und Italienisch. Und das machst du in Berlin? Und das mache ich in Berlin, ja. Ja, warum denn? Ja, mir gefällt Berlin sehr gut. Ich lebe gerne hier. Ich habe mal gearbeitet, 3 Jahre lang als Koch. Ich habe meine Lehre gemacht. Ja, ich bin Geselle. Geselle als Dreher war. Aber ich arbeite im Augenblick in einer Kneipe, war als Zapper. Ja.
Ja, ich lüge ja nicht, ey, du Klapperschlange. Da ist hier Schleimer, irre. Prost. Ich hab 3 Jahre lang mal locht, ey. Nie wieder, ey. Jedes Wochenende arbeiten, ey. Nee. Was machst du jetzt denn? Nichts, ja. Bier trinken. Ja, das kannst du das ganze Leben nicht machen, oder? Doch. Ja. Moment schon. Ich tu's. Ja, guck mal, ich krieg kein Geld vom Sozi, noch nicht, wa? Weil ich mich da erst anmelden muss und so. Und ich hab von nirgends her Kohle, wa? Und ich lebe trotzdem noch. Seit einem halben Jahr, so. Aber wie lange, glaubst du, kannst du das machen? Du hast da in Zukunft... Ich hab auch keine Kohle, ich lebe vom Schnorren. Ja? Ja. Aber weißt du was? Zukunftsmäßig kannst du alles vergessen, wa? Zukunft ist nicht. Ich lebe heute, ich lebe jetzt. Hier, an diesem Tag, heute. Morgen ist ein anderer Tag, ist mir egal. Morgen wird wieder was passieren. Heute leben, morgen tot. Also trotzdem eine Zukunft. Ja, ich habe meine Zukunft hinter mir. Du lebst immer noch, oder? Also hast du bestimmt noch eine Zukunft, hey, war. Ich bin aber nicht, war. Hey, wieso denn? Kannst du das erklären? Ey, ich weiß nicht, weil was morgen ist, war. Ich weiß nur, was heute ist. Das morgen ist mir scheißegal, war. Ich werde es ja sehen, oder? Das stimmt nicht. Auch einen Schluck. Danke. Oder willst du schon Kellergeist haben? Ey, das ist mein Nationalgetränk, war. Du weißt doch, was es gibt, Kipper, Kellergeister. Ja, Kellergeist. Korrekt. Ja! Mit Stolzfalt, ja, ey! Alter. Ich hab einen Schluck genommen, ey, komm mal wieder her. Hey, sind wir schon mal. Ja, komm her, komm. Guck mal, ich will dir mal was zeigen. Du Schwede. Mal eine Ratte. Oh. Voll so schön, ey. Ketchup. Und die Freunde. Scheiße, Feuer, Big Waffe. Hier ist immer was los. Im Herzen der City. Uhren und Gold. Wenn du Strichjahr brauchst, junge Knaben ohne Bauch, das alles kriegst du hier in Berlin bei Nacht. Berlin bei Nacht. Dansar bleka ungdom. Hopplöshet, undergångsstämning. Men nu finns det de som säger, du har inte en chans. Ta den. Jag står här och bläddrar i Stadtbuch, istället-boken. Den innehåller 1800 adresser till olika alternativa projekt. Det finns... projekt för gamla, för handikappade, för män, för kvinnor, för utlänningar, hantverkare, ja, allt. Och de bildar tillsammans ett nätverk. De stöder och hjälper varandra. Stora förväntningar har förstås knutits till de här kollektiven och några har säkert blivit besvikna, som man väl blir om man tänkt sig förändra världen med en ny livsstil. Och så upptäcker man att man har sugits upp av samhället och blivit småföretagare. Ja, andra fortsätter och försöker hålla de ursprungliga idéerna levande. Jag tänkte visa ett exempel. Ett 70-tal människor som håller till i OFAS, alltså det gamla tyska filmbolagets, övergivna laboratorium. Här bor och äter och arbetar de och inkomsterna går till en gemensam kassa. Först träffar vi Pete, bagare och svinvaktare. Ja, vi sind also jetzt, die Uferkommune ist jetzt 12 Jahre alt dieses Jahr. Werden wir auch ordentlich feiern, weil 12 Jahre ist ja
Für ein Gruppenleben hier in der Welt, insbesondere auch in Deutschland, ist das schon, mit uns nennt man ja fast schon die Rentnerkommune, weil wir schon so lange durchgehalten haben. Hier auf dem Ufergelände sind wir allerdings jetzt erst seit 5 Jahren. Das heißt, vorher hatten wir ein Haus in einem anderen Bezirk in Kreuzberg, wo wir zusammen gewohnt haben und auch zusammen wohnen mal wieder gelernt haben. Und dann sind wir zu den Ufergelände gegangen, die hier schon seit Jahren leer standen. Und die für unsere Vorhaben, die wir hier machen wollten, genau richtig waren. Und hier die Ufergelände, die waren, wie gesagt, durch ihre Flachbauten und durch ihre Größe und was ihr auch hier noch sehen könnt, waren die also genau für Leute wie uns geeignet, die zwar auf der einen Seite viele Ideen hatten und auch dafür viel was tun wollten, aber kein Geld. Sodass die Möglichkeiten hier, jetzt packen wir ungefähr die Woche über 2000 Brote, die wir hier in erster Linie in unserer Nachbarschaft hier zu kaufen, an die Leute in Tempelhof, sodass sich da auch so ein reger Kontakt jetzt darüber entwickelt hat, auch zu den älteren Mitbürgern hier um Ufergelände herum, die am Anfang noch ein bisschen Misstrauen uns gegenüber hatten, weil sie gedacht haben, dass uns die Russen geschickt hätten. Und man gerade hier in Berlin, wo man ja so dicht an Moskau sind, immer wohl besonders viel Angst auch hat. Und dann dauert das eine Zeit lang, bis da die ersten Vorurteile abgebaut sind. Aber wenn man unter anderem ein gutes Brot backt wie wir und man sich das lange genug hier auch von angucken kann, da ist schon noch ein gewisses Vertrauen jetzt entstanden, sodass auch die älteren Leute auch gerne hierher kommen, insbesondere im Sommer hier die grünen Anlagen benutzen, Kaffee trinken, wieder mal den selbstgebackenen Vollkornkuchen essen. Sind ja schon lange nicht mehr gibt. Ja, bitte. Danke. Skola, en biograf, cirkus, verkstäder, ett hembygd. Det är en utställningslokal där just en utställning om Gandhi pågår. Größer, du, wa? Ja, was machst du denn da, Eva? Geh wieder auf. So, das ist die Eva Maria, die zweitgrößte Sau Berlins, darf ich vorstellen. Wird in erster Linie gefüttert mit den Abfällen von unserer Bäckerei. Früher war das normal, dass du in jeder Bäckerei hast du auch Schweine gefunden, weil das war ist einfach der natürlichste Verwerter, den du dir vorstellen kannst. Und gerade hier in der Welt, wo unheimlich viel Gutes auch weggeworfen wird, machen wir hier nicht, selbst mitten in der Großstadt können wir unsere Küchenabfälle und die ganzen Abfälle aus unserer Bäckerei, das heißt also beste, das sind sozusagen biologische Schweine, das hier, dass die dann auch deshalb sind, das ist mit ein Grund, warum die so gesund aussehen, weil sie auch gut ernährt werden. Ne? Hast du da oben den Affen?
Hey, Charlie. Charlie. Hey, jetzt kannst du auch noch auf dem Dach. Also das ist die Beschka, eine Pferdedame, 19 Jahre, und ihr Sohn, der Mikkeli. Sie sind zu uns gekommen. Normalerweise wäre die Beschka, die wäre beim Pferdemetzger gelandet vor 2 Jahren. Da hat eine Frau, die wir auch schon seit vielen Jahren kennen, die mit den Pferden hier aufgewachsen ist, die hat uns gefragt, ob sie nicht hier aufs Ufergelände bringen kann, weil wir da auch hier den Platz hier haben, weil sonst wäre sie direkt geschlachtet worden. Ne? Und die Tiere hier, das ist jetzt so, dass hier also eine ganze Menge Kinder aus der Nachbarschaft, die haben jetzt hier angefangen reiten zu lernen, was ja ein Traum ist, gerade vor jedem Großstadtkind, weil du normalerweise Pferde nur aus dem amerikanischen Wildwestfilm kennst. Und hier jetzt selber mit Pferden zu tun zu haben. Und wir machen das auch so, dass gerade die Kinder, die sich auch um die Tiere jeden Tag kümmern, das heißt also auch Futter mit besorgen, die Ställe mit sauber machen, die Hufe sauber machen, die muss man immer wieder machen, wenn zu viel Dreck sich da sammelt, ne, sonst tut das den Pferden weh. Und all diese kleinen Arbeiten, die so notwendig sind, auch die wo man den Pferden da helfen tut, dass wenn die Kinder, die das machen, die haben dann auch hier den ganzen, die fühlen sich wie zu Hause jetzt praktisch schon hier. Das ist auch der gute Geist, der uns hier viel mitgeholfen hat, dass wir hier in Tempelhof mit den Leuten auch gut klarkamen. Weil wenn die Leute sehen, dass den Pferden so gut geht, da können wir ja auch nicht so die Verkehrtesten sein. Ne? Na, Beschka. Dankeschön. Sieht man aber gar nicht. Ja, ja, den Holz wird. Überall waren. Ja, dann weiß ich auch nicht. Meinst du, er kann jetzt mal ein bisschen probieren? Nee. Eine Brotkante können wir nicht. Ein Stück Salat, ey, für das grüne Kante. Nee, hör auf. Das ist ja kein Könige. Hopp! Und Toni, hopp! Und Toni, und komm auf! Ey, hopp! Und komm! Und Max! Und Max, komm her! Das Müde will gleich schlafen gehen. Ich glaube, ich habe hier gar nichts so gemacht. Zuerst möchte ich also gerne wissen, wie kommt es, dass Berlin die Hauptstadt dieser Alternative eigentlich geworden ist?
Das denkt ja. Ich meine, Berlin bietet sich aber auch deshalb an, weil es zwei große Universitäten hat und von daher und mit sehr viel ausländischen Studenten auch, sodass Berlin schon ein bisschen eine Weltstadt ist, ne? Wo mhm. sich die Kulturen auch treffen und durch die Wohnsituation hier in Kreuzberg, Wedding, sich Berlin auch ganz gut eignet für alternative Projekte. Ja, ich möchte gerne sagen, dass es auch wichtig ist, dass Berlin ist ja kein Teil der Bundesrepublik. Hier gibt es keinen Wehrdienst zum Beispiel. Deswegen hat man schon alternative Leute angezogen. Die sind numerisch, gibt es ganz viele davon. Ich als Gastprofessor an der FU zum Beispiel, ich spüre ja das unmittelbar unter den Studenten. So, mir scheint es, dass Berlin ist fast jetzt die kulturelle und intellektuelle Hauptstadt Europas und politisch am interessantesten. Genau diese Mischung von Politik, Kultur und das Intellektuelle, das findet man hier. Ja, und auf der anderen Seite, ich habe ja auch mal studiert, ne? Und ich habe also hier in dieser Stadt Möglichkeiten gesehen, wie ich ohne eine lange akademische Ausbildung oder ohne an der Uni weiter zu bleiben, noch aus meinem Leben was Sinnvolles machen kann. Ne? Also hier liegen die Möglichkeiten einfach eng beieinander. Das finde ich auch sehr wichtig. Ne? Könnte man auch vielleicht sagen, dass West-Berlin ist ein Insel. Ja. Und die alte Utopie-Tradition, ich denke zum Beispiel an Thomas Modus, das war ja immer die Utopie als eine Insel, wo man an sich selbst sozusagen gezwungen hätte, etwas zu tun. Also man muss ja etwas tun. Man kann zum Beispiel während des Wochenendes nicht ganz einfach wegfahren. Deswegen finde ich zum Beispiel das Samstags- und Sonntagsleben in Berlin so reich. Die Hauskonzerte, alle die alternative Sachen, die vor sich gehen. Weil die nicht weg können, meinst du ja. Genau, das bürgerliche Leben ist ja jetzt schon das. Das genau wie jede Familie in einem kleinen Wagen muss man weg. Hier tut man das ganz einfach nicht. Es ist nicht so einfach, das zu tun. Auch die, man sieht auch von der Regierungsseite her, alle Forschungsinstitute, sozialen Forschungsinstitute, die Zentralen, sind alle in Berlin. Genau. Hier, so was halt eine auch, kulturelle ja. Hauptstadt, eine intellektuelle Hauptstadt zu machen. Und mit einem gewissen Erfolg, muss ich sagen. Und man kann von Berlin immer abchecken, wie die Regierung in der Bundesrepublik wird. Als hier in Berlin die Regierung gewechselt hat von der SPD zur CDU, haben wir gesagt, ach, jetzt ist logisch, jetzt ist das hier ausprobiert, jetzt ist demnächst in Bonn CDU-Regierung. I en källarlokal har en pensionerad sadelmakare slagit sig ner. Das kommt davon, wenn man seine Nase in Angelegenheit steckt, die ein Jahr nicht angeht. Ja, das heißt, lass mal das den Meister machen. Wenn der das versaut, dann ist das richtig, aber dann kann Kinder meckern. Aber wenn der Olle erstmal meckert, dann meckert er, ne? So. Bums. Und damit der Laden überhaupt später nochmal weitergeht, habe ich zu denen gesagt, Herrschaft, wenn ihr das weiterführen wollt, dann müsst ihr aber zumindest vier Nachwuchs sollen. Das heißt, wir müssen zwei Lehrlinge mindestens haben, von denen einer mal die Absicht hat, auch nachher eine Meisterprüfung zu machen, damit überhaupt der Laden weitergeht. Denn das ganze Gewerbe hängt ja am Meisterbrief. Ne? Kann ja keiner weiterführen, der nicht einen Meister hier hat. Ne? Und deswegen bilde ich eben zwei Lehrlinge wieder aus. Habt ihr die Absicht, den Meisterbrief zu machen? Ich habe erstmal die Absicht, die Lehre zu machen. Also abwarten. Mir geht's auch so, aber ich würde es schon machen dann. Ziehen wir das mal jetzt hoch. Ja, in gewisser Weise ist das halt hier mit Kindern zu leben wirklich ideal, ne? Weil man hat einfach nicht so die ganzen Pflichten, die man sonst normalerweise in der Familie oder im Haushalt hat. Also das ist Kochen, Wohnung aufräumen und so. Dadurch, dass wir hier eine Gemeinschaftsküche haben, kann ich mich jeden Tag an gedeckten Tisch. Jetzt rede ich. Und dann habe ich umso mehr Zeit, meinetwegen jetzt für die Kinder, ne? Und es sind auch viele Leute da, die sich um die Kinder kümmern. Das heißt, ich habe auch Zeit, vom ersten Tag der Geburt praktisch irgendwie wieder andere Arbeiten zu machen, ne? Und da bin ich aber auch viel flexibler. Da bin ich auch viel flexibler. Jetzt wird er sauer, ja. Ich lass mich mal. Jetzt kannst du ihn mal nehmen. Guck mal, jetzt geht's so nicht.
dann kann ich halt auch andere Arbeiten machen, so wie gesagt. Ne? Und wenn der Hannes aber jetzt mal schlecht drauf ist, dann brauche ich einen Tag auch nicht zu arbeiten. Ne? Weil das bei uns viel einfacher zu regeln ist wie im normalen Betrieb, wo ich mich dann krank schreiben lassen muss beim Doktor und so. Das ist bei uns viel fließender, der Übergang. Ja, und jetzt geht die Liste mit ihm spazieren und dann kann ich ja hier endlich unsere Zirkusklamotten nehmen. Achso, so würde ich sagen, ne? Mach ich mal noch 3 cm, da kannst du hier eine Nadel hinmachen, bis hierhin dann zu nähen. Entschuldigung, aber was macht die denn da? Ja, das wären jetzt die Kostüme für den Zirkus, ne? Weil wir ab morgen haben wir große Premiere mit einem neuen Programm. Und da machen wir so eine Steppnummer als Bäcker, weil wir hier ja auch eine Bäckerei haben und das trifft sich alles ganz gut. Und jetzt nehmen wir halt so Kostüme, die so ähnlich sind wie Bäckerkostüme, ne? Also die Bäcker haben ja so schwarz-weiß gestreifte Hosen an und wir machen halt Röcke, aber mit einem großen Karo, weil sonst kann man das auf die Entfernung nicht mehr sehen, ne? Wir gleich wieder verschwinden. Vor der Tür stehen 2 unauffällig gekleidete Herren. Die wollen uns was von meinen Freunden. Vielleicht können wir wiederkommen. Hast du eine? Nein, ich weiß nicht ganz. Also ich bin selbstverständlich ganz überzeugt, dass die kapitalistische Gesellschaft wird das nicht erlauben. Wenn das sich weiter verbreitet. Wenn es sich wirklich sehr viel weiter verbreitet. Mhm. Auf der anderen Seite ist die konservative Gesellschaft auch selbstverständlich daran interessiert, dass man nicht zu viele Spenden, zu viele Sozialspenden hat. Und man sieht die Wohnschaftsgemeinschaften, die Wohngemeinschaften zum Beispiel, als eine Lösung. Das hier gibt es ein gewisses Kollektiv-Zusammenleben, sehr wichtig, man unterstützt sich. Es ist ja nicht Selbsthilfe im konservativen, egoistischen Sinne, sondern im kollektiven Sinne. Und die Konservativen haben vielleicht geglaubt, man könnte damit Sozialspenden sparen. Ja, so, deswegen gibt es diese Zweifel. Ich sehe es so, dass wenn die ökonomische Krise in den Abendländern sich weiter verbreitet,
ist es eine Notwendigkeit, solche Gemeinschaften zu haben. Es ist ein ganz einfach eine dringende Notwendigkeit. Und dass die Leute, die hier leben, zum Beispiel in Ufergelände, sind Pioniere für eine neue Zeit. In diesem Sinne. Damit habe ich nicht gesagt, dass ich glaube, dass eine gute Gesellschaft wäre, eine Gesellschaft, wo alles Ufergelände ist. Das wäre vielleicht zum Beispiel so monoton. Ja, man darf sich da auch keine Illusionen geben. Also es kommen zwar unheimlich viele Leute hierher, die finden das auch erstmal alles unheimlich schön und sind begeistert, aber letztendlich sind sehr wenige dazu bereit, ihr Leben auch so zu ändern und so leben zu wollen. Also die meisten, die hierher kommen, denen schmeckt halt unser Brot gut und die finden unseren Zirkus schön und die staunen darüber, dass man halt mit 70 Leuten in einer Gemeinschaft leben kann und eine gemeinsame Kasse hat. Aber sie können sich für sich selber das im Moment noch gar nicht vorstellen. Ne? Eins ist klar, wenn die Leute so leben würden wie wir, wäre es friedlich auf der Erde. Jag vet inte om jag är väldigt fylld av fördomar, men för mig verkar det här som så oerhört otyskt på något sätt, det som vi har sett här. Jo, jag måste ju säga att visst man tänker på det gamla Tyskland, ja. Så är det klart att detta är helt nytt. Jag ser det slik att det kom en slags tredje bölge efter krigen en gång i mitten av 70-talet, den gröna bölge. Som är uttysk, den är uthöjtonsk. Den är avslappet. Den liker att leva. Den är inte fylld av raseri och aggression. Den är, kan man säga, fylld av en livslust och slett inte inställd på att offra sig själv i kriger som liksom är en slags naturlov. Slik tidigare generationer har tänkt. Och det menar du är något teutoniskt alltså just det här? Ja, det är en del. Självoffra är en del av det teutoniska. Ja. Detta med att man är en slags skebnefällesskap, en slags Wagnerska till denna gång. Och enorma kosmiska ting föregår. Alltså, de måste alltså offra jöder och jöderna måste självklart förstå att det var en del av det kosmiska följden. Jöderna var inte en idé, självklart. SS-man som säger till jöderna, jag kan nu mot dig, inte sant? Men alltså, slik är det. Mm. Men allt det där, det ser den nya generation på som det rena töv, det rena vanvid. Det är heller inte villigt att bli offret i någon atomdöd. Ikke på noen måte. Det er det den eldre generasjonen har imot dem. Det er at den unge generasjonen liker så godt å leve. Det er så mye levenslås. Det er livet. Det er slike ting som den gamle generasjonen ikke har. Så, das selbstgebackene vollkommen Brot. Ja. Von dem man sagt, je besser die Laune des Bäckers, desto besser das Brot. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Bäcker, die miteinander arbeiten, ein gutes Gefühl zueinander haben. Das siehst du später dann auch im Brot. Es schmeckt und es untersiehst es. Wenn die Bäcker kein gutes Gefühl zueinander haben, ist das Brot ganz flach und sieht auch sehr traurig aus. Ni är pionjärer, sa Johan Galtung. Kan det vara så att de här alternativa sammanslutningarna är början till en ny samhällsform? Kan den här informella sektorn en gång bli formell och etablerad, medan det för oss alldeles självklara lönearbetet förlorar i betydelse? Ja, men den frågan är ut i världens slut. Nästa tisdag gäller det världens skogar.